Servus, grüßt euch. Heute geht es gar nicht zielgerichtet an euch Zeichner, aber bleibt mal trotzdem dran, weil ich brauche euch nämlich. Es geht eigentlich um die Ingenieure, die per Bemessungssoftware Einbauteile bemessen. Natürlich seid ihr jetzt wahrscheinlich raus als Zeichner zu 95%, aber es ist jetzt schon häufiger vorgekommen, dass meine Subparts sehr gerne genutzt werden, klar. Und dann sagen aber einige, ja, wir benutzen aber Hersteller XY, weil der Ingenieur das Bemessungssoftware nutzt. Na, natürlich, ohne Impuls wird er jetzt nicht einfach hergehen und einfach mal einen Tag aufstehen und sagen, heute nutze ich jetzt einfach mal einen anderen Hersteller. Das andere hat jetzt 15 Jahre lang geklappt und heute ist der Tag gekommen, wo ich eine andere Bemessungssoftware nutze. Das wird natürlich ohne Impuls gar nicht funktionieren. Klar, das ist mir wirklich klar. Ich habe mir aber die Bemessungssoftware zeigen lassen und kann die nur aus meinem Blickwinkel vergleichen mit denen der ja, vorhandenen Hersteller. Und ich glaube, die stehen in nichts nach. Teilweise sind die sogar wirklich um einiges besser. Die wurden nur noch nicht so oft ausprobiert. Und deswegen stellt sich für mich die Frage, wäre es nicht sinnvoll, wenn man einfach mal so ein Webinar aufbauen würde von jedem Hersteller, wo Interesse besteht, dass man dann einfach sagt, hey, die Ingenieure können sich anmelden für ein Webinar, Live-Webinar, und die Hersteller sollen dann die Bemessungssoftware mal zeigen, weil dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, auch die Supports dazu zu nutzen und müsst dann nicht teilweise Supports nutzen, teilweise wieder nicht, nur weil der richtige Hersteller nicht bei euch draufsteht. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr mit jedem Hersteller verheiratet seid oder ob ihr verpflichtet seid, diese zu nutzen. Ich denke mal nicht, sondern da geht es um ganz andere Sachen. Also wie gesagt, ich würde gerne den Impuls setzen, aber ich muss natürlich sehr viel Energie reinrichten. Das heißt, ohne Energie und ohne meine Zeit verläuft das Ding im Sande und ich werde daran auch wieder nichts verdienen, aber ihr hättet einen Vorteil und die Hersteller. Und da ich einfach in der Gesamtheit denke, dass ich einfach sage, ich möchte einfach das beste Konzept, ich möchte Einbauteilmann sein und bleiben. Und möchte da hingegen helfen, wie ich möchte einfach die bestmöglichste Lösung für euch finden, damit ich möchte jeden Kunden irgendwie zufriedenstellen. Das geht natürlich nicht, aber das ist trotzdem mein Ansporn. Und vielleicht besteht Interesse, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir einfach eine E-Mail an peter.pöppel@subgra.de. Also @subgrade. Danke, das war's auch schon wieder. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.